Okay. Schauen wir mal weiter, was der Journalist so erfährt. Was für ein Tag. Was, ist irgendwas passiert? Nein, naja, ja doch. Dieser Kellner Petrov wollte mich nicht treffen. Hätte beim Versuch zu ihm zu kommen fast eine Tracht Prügel kassiert. Was, du bist echt hingegangen? Dachte nicht, dass du es wagst. Mann, manchmal frage ich mich, warum ich mit dir abhänge. Wann genau bist du eigentlich zu der Arschgeige geworden, die du bist? Ich habe dir ja gesagt, du sollst stattdessen was über den Miami-Verstümmler schreiben. Dieser Fall ist viel komplexer und du hättest nicht mit der Mafia reden müssen. Bis dein Buch auf dem Markt ist, haben die Leute diese Selbstjustizler längst vergessen. Ganz nebenbei, ich habe dir ein Bier spendiert und du wurdest nicht ernster verletzt, oder? Sagen wir sind quitt, was meinst du? Danke für das Bier und so, aber du schuldest mir trotzdem noch was. Also gut, okay, aber vergiss nicht, dass ich hier meinen Job aufs Spiel setze. Wenn jemand rausfindet, dass ich dir Hinweise zuspiele, dann war's das für mich. Keine Sorge, da wirst du vorher noch wegen Inkompetenz oder Fehlverhalten gefeuert. Bin ohnehin erstaunt, dass du deinen Job immer noch hast. Ich bin müde, lass uns abhauen, okay? Ja, ich sollte mich aufs Ohr hauen. Soll ich dich mitnehmen? Ich nehme lieber den Bus. Okay, jetzt spielen wir wieder den wir am Anfang des Spiels gespielt haben, der Detective war. Okay, und jetzt folgt... Nee. Dachte erst, jetzt folgt uns der Journalist, aber der Journalist geht einfach weg. Wahrscheinlich, um sein Buch weiterzuschreiben. Miami, Florida, 22:11 Uhr. Heute Abend liegt also ganz was Spezielles an, wie? Ja, mein Freund Jack. Hat mir davon erzählt, ein Gebäude an der 184. Northwest. Richtiges Rattenloch, das ganze Haus, von Junkies und anderen Pack besetzt. Das gefällt dir irgendwie, was? Fick dich, Mark. Seine Schwester hängt mit diesen Arschlöchern rum. War wochenlang nicht zu Hause, er meint, wir könnten das regeln und ihren Freunden eine Lektion erteilen. Warte mal, wir starten jetzt für deine Freunde Hausbesuche ab, oder wie? Ist nicht genau das, was wir schon letztes Mal gemacht haben? Damals gab es keine Beschwerden. Wir können nicht auf der Straße mit dem Pack aufräumen. Da sind wir im Luke im Knast. Ja, aber ich habe nicht angehört, um den Helden zu spielen, Frauen zu retten und so. Ist nicht mein Ding, ich will einfach Action. Hast du eine bessere Idee? Oder stehen wir jetzt hier rum und diskutieren die ganze Nacht? Mich hält hier nichts mehr. Von mir aus kann's losgehen. Sehr gut, ich bin auch dabei. Aber wenn dein Mädchen irgendwas zustößt, ist das nicht mein Problem, okay? Gut, jetzt sind wir hier wieder bei unseren Tiermaskenkumpels in der Anfangslocation und steigen wieder in unseren coolen Leiterwagen. So, sechste Szene, moving up. Ah. Dann nehme ich natürlich wieder Curry, weil ich will nicht wieder diese schlechten Erfahrungen mit Tony machen. Zack, zack. Nein. Oh, ich habe mich gerollt. Ach, das waren schon alle. Ist der? Der. Dann hier rein, der. Oh, ich mache jetzt hier First Try. First Try, Hard Try. Sag's euch. Den Flur clear ich im ersten Versuch. Oh. Yes. Geschafft. Oh. Oh, oh, oh. Da gehe ich erstmal hier rein. Die Frage ist, wie ich bis da hinten durchkomme. Okay, ich glaube, ich nehme hier mal einen ganz anderen Weg. Ah, ich kann über den Weg hier oben darunter. Scheint deutlich leichter zu sein. Und zack, da liegen ein paar Waffen, aber die brauche ich nicht. Zack. Jetzt ist da noch einer. Jawohl.
Ah ne, den da noch, der Rauchende. Oh, ich hoffe, der hat keine Schusswaffe. Komm, ich... Nee. Ist der einzige Weg rein. Okay, ich mach's mit der Schusswaffe. Nice. War eine gute Idee, weil der hatte auch nur Uzi. Okay, vielleicht schaffe ich jetzt auch direkt den Flur noch im First Try. Wäre schon ziemlich stark. Wenigstens wäre dann ein Fortschritt erkennbar. Na, geht doch. Nein, zu spät gesehen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich schon durch den Fernschuss den einen gekillt. So, der ist auch weg. Der Hund auch. Jetzt kann ich nämlich hier unten lang. Den hier wegballern, den auch. Den über die Seite. Oh, jetzt wo man mal was hinkriegt. Nein! Ah, gerade zu hoch. Die Freude zu hoch. Und schon kriegt man wieder auf den Sack. Aber egal, ich bin gerade im Flow, glaube ich. Ja gut, den habe ich wieder aus der Entfernung erwischt. Ist auch kalt gestellt. Der auch. Okay, die ist leer. Dann wechsle ich wieder auf die Uzi. Knack. Der auch. Na, da habe ich einen erwischt. Gut. Hat das sinnlose Geballer auch mal was gebracht. Boah, wie schnell war der denn? Der war jetzt schon wieder zu schnell für mich. Nein, da wollte ich spielen. Man darf mit Kriminellen einfach nicht spielen. Obwohl ich ja der übelste Kriminelle bin von allen. Viele stehen jetzt hier. Boah. Ah, getroffen. Okay, die ganzen, die sonst da oben standen, waren es wahrscheinlich. Ja, gut. Nein! Nein, da war noch einer weitere. Eine weitere Bella. Nice. Jetzt mal hier lang. Oder auch nicht. Mano. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Ich habe jetzt eigentlich schon die Lage überblickt. Und töte die eigentlich schon recht frühzeitig. Nein. Oh. Nein. Ach, immer vergesse ich jetzt, wenn ich keine Munition mehr habe. Das geht dann immer so schnell. Mieser Wichser. Das kann nicht sein.
Ah, komm mal, Whitefire. Whitefire bringt's. Ja, gerade vielleicht, aber wahrscheinlich sonst nicht. Ah, der Uzi-Sniper. Ja, snipe auch mal gegen eine Wand. Ist auch gut, so ein gutes Sprayfeuer gegen einfach einen, der einmal einen Schuss abgibt und mich damit kalt macht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Hunde so schnell sind. Ich glaube, ich habe die noch nie im Nahkampf gekämpft. Oh, 6 neue Schuss. Dem hat er einfach die Kehle aufgeschlitzt. Okay. Und ich dachte vorhin, das hier wäre ein Gegenstand, aber ist es anscheinend doch nicht. Was ist das? Ah, das ist das Mädchen. Und das befreie ich jetzt nicht, weil ich will diesmal hier, im Gegensatz zu dem einen Level, wo ich bei Petrov war, den ganzen Raum clearen, um gute Note zu kriegen. Ja, nice. Das habe ich jetzt auch schon erreicht. Stehen bleiben. Hey, ganz locker bleiben. Ich bin bloß hier, um dich zu holen. Dein Bruder schickt uns. Wir tun dir nichts. Mein Bruder? Ihr habt doch gerade alle meine Freunde getötet. Draußen wartet ein Auto, also runter mit der Knarre. Zeit zu gehen. Wir liefern dich bei deinem Bruder ab. Du wartest, dass ich mit euch gehe? Bist du völlig irre? Du hast meine Freunde umgebracht. Mit dir gehe ich nirgendwo hin. Und jetzt lass mich verdammt nochmal hier in Ruhe, aber... Oder ich schwöre dir... Na gut, wie du willst. Wir hauen hier ab. Boah, kann ich jetzt ausnocken? Ich würde die so gern ausnocken. Nein. 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 Ich hasse. Fick dich, Game. Oh, nö. Jetzt habe ich mir gerade die geniale Punktzahl und den geniale Spielzug da versaut dadurch, dass ich das fucking kleine Mädchen mich umgebracht hat. Boah, kotzt mich das jetzt an. Ich war so gut. War so gut. Aber jetzt kommt so ein gut Durchgang, der auch gut wird. Denn Wut macht einen stark. Letzte Heldflow Frumi. So easy. Boah, und diesmal macht die Kleine mich nicht kalt. So, stehen bleiben, ja, kann ich skippen. Und jetzt verpisse ich mich einfach mit der Shotgun. Weil diese Shotgun war immer nett zu mir. Im Gegensatz zu dem kleinen Mädchen, das pisst mich jetzt noch an. Da bin ich fast in die falsche Richtung gelaufen. Oh, wieder ab ins Auto. Ja, nice. Es wird bestimmt eine... Oh, nee, wird keine gute Punktzahl und nicht mal diese vorgegebene Anzahl erreicht. C minus, ja, gar nicht gut. Aber eine neue Maske unlocked. Alex and Ash. Die Gans. Bist du bald fertig? Das ist der falsche Zeitpunkt zum Rumtrödeln.
Wenn jetzt ein Bulle auftaucht und uns sieht. Wenn du rumnörgelst, geht's auch nicht schneller, klar? Ich erzähl dir außerdem schon seit Wochen, dass der Van eine Reparatur nötig hat. Stimmt, ich verstehe bloß nicht, was es mit mir zu tun hat. Ist ja nicht mein Van. Mach's doch einfach, okay? Du bist der Einzige von uns, der nicht den ganzen Tag arbeitet. Bring ihn runter zu Andys Werkstatt, er schuldet mir noch was. Gut, bring die Karre zum Laufen und ich kümmere mich morgen drum, okay? So, ich denke, das war's. Wirf den Motor an und dann nichts wie weg hier. Na, muss ich wirklich da einsteigen? Da sehen wir wieder die wunderschöne Hintergrundstadt mit der wunderschönen Sonne, die aufgeht oder untergeht oder seitlich sich bewegt. Wenigstens schreit sie nicht. Ah. Was ist das denn für ein abgefuckter Typ? So, was ist los? Du siehst nervös aus. Tja, Boss. Willst du mir was sagen? Nur zu. Ja, also, es ist so. Wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange, Boss. Sie haben echt eine Menge für mich getan. Beide die Floskeln und komm zu mir. Komm zum Punkt. Also gut, ich will aussteigen. Bin zu alt für diese Scheiße. Fühl mich zu weich. Zu weich? Zu weich wofür? Leute umzulegen. Meinen Arschriss zu riskieren. Ich hab schon länger das Gefühl, dass das nicht mehr so lange weitergeht. Hab ständig diese Träume. Träume? Wenn du raus willst, bist du raus. Aber zuerst musst du nur was erledigen für mich, okay? Was erledigen? Nichts Aufregendes. Eine Werkstatt in der Stadt. 32. Avenue Northwest. Die sind jetzt auf der Seite der Kolumbianer und wollen uns nicht mehr beteiligen. Keine Bange, das sind plus Halbstarke. Machst du mit links. Und dann bin ich raus? Ja, kannst jederzeit wieder einsteigen, wenn du deine Meinung änderst. Nimm dir als Abschiedsgeschenk eine Kostprobe von unserem neuen Dorf mit. Bring vielleicht ein wenig Schwung in das öde Leben, das du von dir ausgesucht hast. Okay, dann nehme ich mal ein paar Pillen mit. Wie Munition klingen. Und gehe hier mal raus aus der Hut von meinen Kumpels. Ah, ist wirklich der Aufzug. Okay, meiner ist wahrscheinlich der Blickwagen und nicht der Fette vom Boss.